Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moneymaker auf dem GommaD.net Server. In der letzten Folge, also in der ersten, habe ich den Modus schon mal ein bisschen erklärt und ich habe hier auf jeden Fall schon den Herrn hier auf Level 317 geupgradet und jetzt können wir uns für den Arbeitsplatz, der 50.000 kostet, den können wir uns natürlich kaufen. So, den tun wir jetzt freischalten und das zündet jetzt. Und der kostet direkt 450.000. Okay, den können wir jetzt einstellen für 15.000. Da müssen wir aber noch kurz warten, bis der Herr zur Bank das Ganze eingelagert hat. Und jetzt können wir hier einen kaufen. Selten sogar. Und den Herrn zuweisen. Und die Mine sieht nicht exakt gleich aus. Das finde ich schon mal gut. Die Effekte, die findet man in der Farming-Höhle. Die habe ich jetzt zum Mineneingang. Nee. Ende. Ah, hier zur Farming-Höhle. Da sind hier aber auch die anderen Leute. Oh, Snox ist auch gerade online. Hier war ich schon mal. Vorhin. Ah, jetzt funktioniert es auch richtig. Okay, vorhin habe ich nämlich das abgebaut und da hat nichts funktioniert. Also es wurde mir nichts gedroppt. Und jetzt können wir hier die Erze abbauen. Und da können wir Booster unter anderem auch finden. Und unser Kontostand rechts setzt einen Booster ein. Oh, wir haben hier zum Beispiel einen Booster gefunden. So wie man den einsetzt, weiß ich schon. Hier ist aber, also wenn ich hier farme, bin ich aktuell schneller unterwegs, als wenn ich auf meine Minenarbeiter warte. Und das Gute ist, die tun auch ohne mich produzieren. Ich weiß wann, ich glaube nicht direkt gleich schnell, sondern ein bisschen langsamer, weiß ich gerade nicht. Aber wie viel kriegen wir hier? 1,65 kriegen wir hier ungefähr pro Block raus. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Da sind die 450.000 auch gar nicht mehr so weit entfernt. Also für mich lohnt sich hier auch dieser Höhlenschacht mehr als die Mine gerade. Wenn man, glaube ich, fortgeschrittener ist, kann es sein, dass sich das nicht mehr so lohnt. Obwohl die Spitzhacke tut sich auch upgraden. Ich bin gerade bei Level 4. Das sieht man auch in der Mitte so gerade, welches Level man ist. Und pro abgebauten Block füllt sich das dann auch immer mehr. Und ich habe hier schon fast 200.000, aber es füllt sich gerade irgendwie nicht mehr im Scoreboard. Nee, das ist ja sehr merkwürdig. Das nächste Level, das wird schon noch angezeigt. Hä, tut das gleich wieder? Ach nee, das wäre jetzt zu schön gewesen, wenn es am selben Ort gespawnt wäre, der Erz. Aber so leicht geht's dann doch nicht. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Ich glaube, ich werde jetzt nur noch die paar Erze hier abbauen. Wird jetzt, nee. Okay, ich werde jetzt mal zur Mine gehen. Und 286.000. Ah, jetzt wurde es aktualisiert. Okay. Also man kann auf jeden Fall in der Mine viel mehr verdienen. Das hier ist, glaube ich, nur zur Animation. Aber damit ich das mir jetzt zeige. Diesen Minenarbeiter kann ich jetzt verbessern. Und zwar 127 mal zum Beispiel. Jetzt ist mein Kontostand sehr leer, aber so, der fährt jetzt hier zum nächsten. Den habe ich auch geupgradet, dass er jetzt schneller hier auflädt. Und da fährt er mit 30.000 schon mal. Und den Herrn werde ich jetzt wahrscheinlich auch nochmal upgraden müssen. Viermal kann ich es erstmal machen. Denn umso schneller der läuft, umso schneller landet das Geld natürlich auf meinem Konto. Es ist eigentlich nur so ein Zeitvertreibspiel, weil es gibt kein wirkliches Ziel bei dem Spiel. Und mal, oh, der eine hat T, aber AD hat schon einer. AS hat, ist das da AS oben? Ne, AB. Okay, aber es ist auf jeden Fall ein spaßiger Modus für zwischendurch. Wenn man mal keinen Bock auf Minigames hat, kann man das auf jeden Fall machen. Aber es ist jetzt kein Modus, den ich hier tagelang spielen würde. Macht zwar schon Bock, aber ich würde sagen, das war's auch mit dem kurzen Video. Wenn ihr weitere Folgen von Moneymaker sehen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare.
Und um diese nicht zu verpassen, tut ihr bitte abonnieren und ganz wichtig die Glocke aktivieren. Gebt gerne eine Bewertung auf das Video, schreibt gerne einen Kommentar und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao, Leute!